Sitzungsbericht vom 14. August 1943. Vorschlag 6. Nach Vornahme einiger Änderungen zur Vorlage an den Führer angenommen. Sofortige und bedingungslose Abschaffung sämtlicher Religionsbekenntnisse nach dem Endsieg. Und zwar nicht nur für das Gebiet des Großdeutschen Reiches, sondern auch für sämtliche befreiten, besetzten und annektierten Länder mit gleichzeitiger Proklamierung Adolf Hitlers zum neuen Messias. Aus politischen Erwägungen sind von dieser Maßnahme einstweilen der mohammedanische, buddhistische sowie der Shinto-Glaube auszunehmen. Der Führer ist dabei, als ein Mittelding zwischen Erlöser und Befreier hinzustellen, jedenfalls aber als Gottgesandter, dem göttliche Ehren zustehen. Die vorhandenen Kirchen, Kapellen, Tempel und Kultstätten der verschiedenen Religionsbekenntnisse sind in Adolf-Hitler-Weihestätten umzuwandeln. Damit fallen auch die Schwierigkeiten bei der geplanten Aufhebung der Monogamie weg. Kann doch die Polygamie ohne weiteres als Glaubenssatz in die neue Lehre eingebaut werden. Als Vorbild des Gottgesandten möge die Figur des Gralsritters Lohengrin dienen, die keltisch-germanischer Fantasie entsprungen, bereits ein gewisses traditionelles Ansehen genießt. Durch entsprechende Propaganda müsste die Herkunft des Führers noch mehr als bisher verschleiert werden, so wie auch sein künftiger Abgang einmal spurlos und in vollständiges Dunkel zu erfolgen hätte. Rückkehr in die Gralsburg. Unter diesen Vorschlag schrieb Hitler: der erste brauchbare Entwurf zur Bearbeitung an Dr. Goebbels. I think part of Hitler's persona, of his self-presentation and the way he was projected to the German people, was undoubtedly had messianic traits, that he was the redeemer, the Erlöser. La religion national-socialiste est un substitut de religion, une religion substituée à une autre, ce qu'on peut appeler une religion ersatz. Ja, Hitler hat nicht nur religiöse Elemente übernommen oder eingebaut in das faschistische Ritual, sondern hat das faschistische Ritual ganz deutlich als Staatskirche mit sich als Führer, Sohn, Gott da drin aufgebaut, installiert. Mein Herr, das deutsche Volk ist wieder stark geworden, in seinem Geiste, stark in seinem Willen, stark in seiner Beharrlichkeit, stark im Ertragen aller Opfer. Herr, wir lassen nicht von dir, nur Säge unseren Kampf um unsere Freiheit und damit um unser deutsches Volk und Vaterland. In Dessau, von den Nazis das Bayreuth des Nordens genannt, hat 50 Jahre nach dem Ende des Dritten Reiches Gottfried Wagner, der Urenkel des Komponisten, Hitlers Lieblingsoper schonungslos neu inszeniert, den Lohengrin. Im Gegensatz zu der offiziellen Wagner-Forschung, die dann sozusagen das Kapitel Wagners Antisemitismus abschließt, ist das Judentum in der Musik von 1850 der Ausgangspunkt der antisemitischen Hetzschriften von Wagner, die sich dann im Laufe der folgenden doch Jahrzehnte bis zu den sogenannten von Wagner selbst deklarierten Regenerationsschriften von 1879 bis 1881 hinziehen wird und die dann besonders in der Regenerationsschrift Erkenne dich selbst von 1881 Visionen vorgibt, die in erschreckender Weise selbst an die Vision Hitlers in der Endlösung doch vorwegnehmend wirkt. Oh.
Adolf Hitler wurde 1889 geboren, als Sohn des K&K-Zollbeamten Alois Hitler, der mit einer Spezialerlaubnis der Kirche seine eigene, um 23 Jahre jüngere Cousine geheiratet hatte. Der Volksschüler Hitler war im Stift Lambach Ministrant. Er sah dort das Wappenkreuz des Abtes Theoderich Hagen. Dieser Abt suchte die Herkunft der Benediktiner gegen alle historische Vernunft bei den Goten. Über seine Herkunft war sich Hitler lebenslang unsicher. Seine Großmutter Anna Schickelgruber hatte 14 Jahre lang Alimente ihres jüdischen Dienstherrn Frankenberger erhalten. Das heißt, der Mann, der später mit dem Arier-Nachweis ein ganzes Volk zwang, nicht jüdische Großeltern nachzuweisen, war unsicher, ob er nicht selbst einen jüdischen Großvater hatte. Als Hitler in Lambach ministrierte, grübelte südlich von Wien, in Stift Heiligenkreuz, der Zisterziensermönch Georgius Lanz über einen Traum nach. Die Erleuchtung seines Lebens hatte ihm ein mittelalterlicher Grabstein beschert, auf dem ein Ritter seinen Fuß auf ein Tierwesen setzt. Den Ritter bezeichnete Lanz als blonden Arier. Das Tierwesen nannte er Chandale. Er meinte damit Juden, Zigeuner und Schwarze. Das Wort entnahm er einer rassistischen Erzählung von Strindberg. Die Schuld an der Existenz des Chandalen trägt laut Lanz und Strindberg die Frau, Eva mit dem Apfel. Durch ihre Paarung mit dem Teufel hat sie das erste Tierwesen zur Welt gebracht. Auch bei Richard Wagner steht die Frau ganz im Dienste der triebhaften und finsteren Mächte. Als dunkelhaarige Ortrud bringt sie ihren Gatten Telramund so weit, dass er die blonde Elsa fälschlich des Brudermordes anklagt. Doch auch die blonde Elsa wird bis zum dritten Akt in so vielen Dingen schuldig, dass nur der Tod als Ausweg bleibt. In dieser Szene wartet sie noch auf einen wackeren Krieger, der bei einem Gottesgericht Telramund besiegt und so ihre Unschuld beweist. Der Retter erscheint als blitzender Lohengrin, Ritter des Grals und Sohn des Parsival. In einer bestimmten Sache muss er männlich schweigen. Er darf seine Herkunft nicht verraten. Nur so haben die hellen Mächte gegen die dunklen eine Chance. Die Gralsgeschichte basiert auf dem Märchen von König Artus und seiner ritterlichen Runde, das im Laufe der Jahrhunderte mit christlichen Elementen durchsetzt wurde. Der Gral, ursprünglich ein keltischer Zauberbecher, enthält am Ende das Blut Christi. Zwischen hell und dunkel gibt es keine Kompromisse. Lohengrin besiegt Telramund total. Adolf Hitler sah als Halbwüchsiger in Linz diese Oper 10-mal. Als Erwachsener konnte er das Libretto fast zur Gänze auswendig. Was hat Hitler gerade an dieser Oper so fasziniert? Ja, natürlich die Figur Lohengrin als Erlöser, Lohengrin als Verkünder doch eines neuen Christentums, auch als ein Verkünder eines neuen großen deutschen Reiches. Das schwingt doch im Lohengrin sehr deutlich an. Thank you.
Als Frauenerlöser versuchte sich um die Jahrhundertwende auch der Mönch Lanz. Von fleischlicher Liebe erfasst, steht im Archiv des Klosters, warf er das Mönchsgewand und die Priesterwürde von sich und fiel schändlich ab. Lanz, hier in einem Amateurfilm von 1931, empfiehlt wie Hitler dem Arier die Polygamie. Eigentlich sollte er asexuell leben, doch dauert das schändliche Werk des Weibes noch lange an. Das Weib lockt mit seiner Sexualität und der verklemmte Mann panzert sich dagegen und gegen alles Fremde. Als fremd bezeichnet Lanz nicht nur den Körper der Frau, sondern auch Menschen mit einer anderen Religion, einer anderen Haarfarbe. Der Jude hat bekanntlich einen Gott ganz allein für sich und fällt im allgemeinen Leben zunächst durch seine äußere Erscheinung auf. Die, gleich viel welcher europäischen Nationalität wir angehören, etwas dieser Nationalität unangenehm Fremdartiges hat. Hitlers Körperbau, wie der von Strindberg, verriet feminine Züge. Der betont männliche Körper mit den breiten Schultern war bei Hitler keineswegs gegeben. Er war von breithüftiger und schmächtiger Gestalt. Die Krise des Männlichkeitswahns um 1900 beschreibt Strindberg in seinem Drama Der Vater als eine Sehnsucht des Mannes nach Gefühlswerten der Schwäche. Ja, ich weine, obwohl ich ein Mann bin. Aber hat ein Mann keine Augen? Hat er nicht Hände, Glieder, Sinne, Neigungen, Leidenschaften? Lebt er nicht von der gleichen Nahrung? Wird er nicht von den gleichen Waffen verwundet, vom gleichen Sommer und Winter gekühlt und erwärmt wie ein Weib? Warum sollte ein Mann nicht klagen, ein Soldat nicht weinen dürfen? Weil es unmännlich ist. Warum ist es unmännlich? Doch gerade dieser Wunsch nach quasi weiblichen Verhaltensweisen bewirkt Angst vor Auflösung. Und für diese Auflösung haben die Nazis bevorzugt zwei Gruppen eingesetzt. Das Sexuelle, in einer bestimmten Weise die Frauen und das Jüdische. Das Jüdische als auflösend, die Ökonomie auflösend, die Gesetze, das sogenannte Blut, was wie ein Fels ja gedacht ist, in diesem NS-Lands-System, das die Kraft trägt, den Charakter trägt, die Unzerstörbarkeit des Rassischen, in Anführungszeichen, all das wird vom Jüdischen aufgelöst und wird vom Sexuellen aufgelöst. Und deswegen ist in der Sicht der Nationalsozialisten diese Koppelung von Sexuellem und Jüdischem gar nicht rätselhaft, sondern hat eine gewisse Logik. Die Reaktion des soldatischen Mannes auf die Angst vor Auflösung und sexuellem Versagen ist sehr oft eine hysterische. ...1896 ist Strindbergs Ehe mit der Österreicherin Frieda Uhl in die Brüche gegangen. Strindberg fühlt seine Männlichkeit in Zweifel gezogen und hat seine Frau belehrt, dass kleine Penisse aristokratisch seien und große plebejisch. Er fühlt sich wieder einmal seelisch am Ende und durchwandert die Klammschlucht bei Grein an der Donau. In dem Roman Inferno beschreibt er diesen Weg und das sogenannte Drachenloch erscheint ihm als Tor zur Hölle, als riesige Vagina, die ihn zu verschlingen droht. Der Gedanke, Schluss zu machen mit der Sexualität, beseelt ihn, denn er will den körperlich präsenten Teufel endlich bannen. Männer wie Strindberg, Lanz und Hitler glauben vor allem an die Existenz eines personhaften Teufels, den sie bekämpfen müssen. In Klamm erinnert man sich noch heute an Strindbergs Angst vor dem Teufel. Eines Tages ist immer mal der Teufel erschienen im Zimmer. Und Strindberg hat in seiner Panik die Türe nicht mehr gefunden und ist kurzerhand vom ersten Stock hier heruntergehüpft und auf einen Strauch gelandet. Das war sein Glück dabei. O fürchterliches Weib, was band mich noch in deine? Ja gut, da gibt es natürlich die Geschichte von der ersten Frau von Richard Wagner, von der Minna Planer, die mit dem jüdischen Kaufmann in Königsberg, also mit dem jüdischen Kaufmann Dietrich, eine Liebesaffäre hatte. Sexuelle Rivalität war eine Wurzel für Antisemitismus bei Richard Wagner. Von Hitler ist bekannt, dass er in Wien von blonden Frauen abgewiesen wurde, die die Begleitung eines Juden der Seinigen vorzogen. Kastrationswünsche am sexuellen Rivalen werden deutlich. Mein
und von keinem ein Leid erdulden. Die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg verwandelte den Zorn soldatischer und nervöser Männer in Kriegshysterie. Das deutsche Schwert als Ersatzphallus. Auch bei Georgius Lanz, der sich als Ex-Mönch Dr. Jörg Lanz von Liebenfels nannte, waren die Mächte der Finsternis immer gegenwärtig. Der arische Mann musste die blonde Frau dem Teufel in einem täglichen Kleinkrieg abringen. Die Liebe des Lanz war die zur arteigenen Rasse, während er die christliche Nächstenliebe für einen Schwindel hielt. Daher gründete er auf Burg Werfenstein bei Grein an der Donau seinen eigenen Orden, die Neutempler. Mit Lanz als Prior an der Spitze und den Ku Klux Klan Kostümierung hissten die Neutempler 1907 auf der Burg eine Hakenkreuzfahne. Auf ihrem Ordensgewand trugen die Neutempler ein Kruckenkreuz, später auch das Zeichen der Austrofaschisten. Bring Gott ein Opfer dar, ihr Götter Söhne, auf und bringt ihm dar, die Schrecklingskinder. Im Rahmen von Gralsfeiern wurden die Tschandalen oder Schrettlinge symbolisch geopfert. Die Ordensbrüder, lauter angesehene Bürger, vermeinten dadurch, gottähnlicher zu werden. Laut Lanz, der mit Strindberg jahrelang einen Briefwechsel führte, war auch der schwedische Dichter Ordensmitglied. Tatsache ist, dass Strindberg schon 1902 Hakenkreuze in sein okkultes Tagebuch gezeichnet hatte und die Lektüre von Lanz empfahl. Später wurde der Schriftsteller Herzmanowski Orlando ein Neutempler. Als dessen Freund, der Maler Alfred Kubin, 1930 die Novelle Tschandala illustrierte, tauchten in einer Zeichnung auch die Kapuzenmänner auf, die allerdings in der Erzählung nicht vorkommen. Der Weibsteufel, bei Strindberg eine Zigeunerin, und die Sexualangst waren auch dem Maler Kubin ein willkommenes Thema. Ab 1905 gab Lanz seine Zeitschrift Ostara für blonde Mannesrechtler heraus. Sie war nach der germanischen Frühlingsgöttin benannt. ...1909 fehlten einem erfolglosen Kunstmaler in der Felberstraße in Wien namens Adolf Hitler ausgerechnet die Hefte 30 und 31, in denen Lanz sein Punktesystem für Arier entwickelt hatte. Hitler besucht Lanz, der ihm die zwei Hefte schenkt. Hitler war auf der Suche. Hitler, wie Heer schreibt, hat alles wie ein Schwamm in sich aufgesogen, was ihm so an ideologischen Bruchstücken, an Meinungen kam. Hitler war ein Verlorener, ein Suchender, ein Herumirrender in diesem Wien. Seine ganze Biografie von Männerheimen zu Untermietzimmern als Postkartenmaler, nicht wissend, was tun. Und dann kommt eben, stolpert er eigentlich über diese Ostara-Hefte des Lanz von Liebenfels und findet dort ein vollkommen gefestigtes Bild. Das ist genau der Stempel, der ihn imprägniert. No doubt I think that Lanz von Liebenfels war zweifelsohne eine der wichtigen Quellen für Hitlers Glauben an den arischen Mythos. Almost a cult, mystical belief in the Aryan myth. Aber Hitler entsprach nicht den Lanzschen Kriterien eines Ariers. Später, als die Pseudowissenschaft von den Rassen für den Arier am Hinterkopf eine Auswölbung erfand, hat man die bei Hitler dazu retuschiert und die Nase aufgeadlert. Im Nürnberger Reichsbürgergesetz steht, Jude ist, wer von mindestens drei der Rasse nach volljüdischen Großeltern abstammt.
Da aber die Rassenmerkmale pseudowissenschaftliche Normen und praktisch unanwendbar waren, behalf man sich mit einem Absatz, demzufolge einzig die jüdische Konfession verfolgt bis zu den Großeltern das Jüdische eines Menschen für immer festlegte. Von der Judentyrannei! Leute, werdet euch auf mich bringen! Die Verfolgung der Juden funktionierte demnach nur über die Religion. Als Rassenschande strafbar war ausschließlich der Sexualkontakt mit Juden. Bei diesen mörderischen Gesetzen konnten sich die Nazis auf den christlichen Antijudaismus berufen, der über Jahrhunderte hinweg den Juden die Sündenbockrolle zugewiesen hatte. Hitler bezeichnet in Mein Kampf die Rassenmischung als die Erbsünde der Menschheit. Das hat er von Lanz abgeschrieben, der Eva ein Verhältnis mit dem Tierteufel andichtet. Für den Darwin-Gegner Lanz tritt der Teufel nicht als Schlange auf, sondern als Affe. In Paris erschauderte Strindberg vor dieser Skulptur von Frémier. Hitler ließ sich als Reichskanzler mehrmals den King-Kong-Film vorführen und Lanz fand im Beethoven-Fries von Klimt sein Bild der Welt dargestellt. Der Teufel als Riesenaffe, umgeben von lüsternen Weibern, die alle nur eines wollen, Sex. Als positiver Gegenpol der blonde Ritter, asketisch, gepanzert und zum Anbeten. Analog dazu trat Hitler auf dem Berghof auf, zumeist hochgeschlossen, während sich Eva Braun und ihre Freundinnen in Badeanzügen tummelten. Hitler war so prüde, dass er sich nicht einmal vor seinem Diener oder vor Ärzten entkleiden wollte. Hitler hatte ein gestörtes Verhältnis zu seinem Körper und er hatte Angst vor der ungebändigten Sexualität der Frau. Mehrfach bezeichnete er die Menschenmasse als Frau. Schon in seiner Wiener Zeit bekam Hitler Angst beim Anblick einer Arbeiterdemonstration. Die laufende Masse erschien ihm als verschlingender Drache. Damit Hitler mit der Masse verkehren konnte, musste sich diese in eine Ordnung pressen lassen. Er liebte geometrische, im Chor sprechende und singende Massen. Sexualität wird in Reih und Glied erstickt. Man muss sich vorstellen, wie lange es dauerte, um diese Menschenmassen dort überhaupt in diese symmetrischen Reihen zu versetzen. Die waren teilweise 4, 5 Stunden, 6 Stunden überhaupt damit beschäftigt, sich aufzustellen, um dann endlich, sie waren müde, nach solchen Inszenierungen, um dann endlich dem Führer, dem Erlöser, wenn man so will, gegenüberzustehen. Wir wissen genau, welches Ziel sie haben. In Mein Kampf schreibt Hitler, dass er am liebsten abends spricht, wenn seine Zuhörer schon müde sind und nicht widersprechen. Wenn also Hitlers Reden oft als sexuelle Vereinigung mit dem Publikum interpretiert werden, dann ist das eine sexuelle Vereinigung mit einem halb entschlafenen Partner. Wie aus dem Schlaf gerissen, werden Formulierungen hingenommen, die man schon lange kennt, die einem vertraut sind aus der Religion. Und hege felsenfest die Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, mühsam erkämpfte, bitter erworbene neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen. Mitunter ist der Redner über die Wirkung seines Pathos selbst überrascht und kommt dadurch aus dem Konzept.
In der Ostara unterscheidet Lanz die blonden Ritter von den dunklen Tiermenschen wie in einem Märchen. Auch Wagner bevorzugt simple Gegensätze. Das Gute und das Böse Prinzip, romantisch zugespitzt, kämpfen um die Weltherrschaft. Der eigene Körper wird als geschlechtslos empfunden. Dafür werden die Waffen sexualisiert. Lanz fantasiert in seinen Texten immer wieder von riesigen männlichen Geschlechtsorganen, die Frauen töten. Angst vor der eigenen Impotenz wird bei ihm zur Aggression gegen die Frau, die vernichtet werden muss, wie der Feind in der Schlacht. Zu dieser männlichen Sexualneurose kam bei Hitler noch die Sehnsucht nach Erlösung durch das deutsche Schwert. Das deutsche Schwert, hier als Kanone des weißen deutschen Schlachtschiffes, sollte die Entscheidung bringen, die die Menschheit angeblich ersehnte. Und das tiefe Verlangen nach dem großen Treffer war zugleich die Sehnsucht der soldatischen Männer nach einem heldenhaften Tod, nach Heimkehr in den Schoß der Mutter Germania. Hitler hat sich sicher als eine Art von innerweltlichem Erlöser gesehen, für Deutschland in erster Linie, aber es gibt Passagen in Mein Kampf, wo er über diesen anstehenden Weltkampf, eine letzte Auseinandersetzung zwischen der arischen Rasse und dem Judentum spricht, aus denen man schließen kann, dass er seine Rolle sogar über eine rein nationale Mission hinaus verstanden hat. Hitler versteht den Staat als Gesamtkunstwerk im Sinne Wagners. Der Künstler, Politiker wird zum messianischen Führer. So that the artist politician become messiah leader. Am 16. März 1934 wurde in der Blumenschule zu München folgendes Diktat geschrieben. Unter dem Titel Jesus und Hitler. Wie Jesus die Menschen vor Sünde und Hölle befreite, so rettet Hitler das deutsche Volk vor dem Verderben. Jesus und Hitler wurden verfolgt. Aber während Jesus gekreuzigt wurde, wurde Hitler zum Kanzler erhoben. Jesus baute für den Himmel, Hitler für die deutsche Erde. (1928) zögerte Hitler noch, den Nationalsozialismus als Religion zu präsentieren. Arthur Dinter, der SA-Gauleiter von Thüringen, hatte das in seiner Zeitschrift Das Geistchristentum verlangt. Hitler lehnte die religiöse Sicht seiner Bewegung damals noch mit der Begründung ab, eine Reformation würde zu lange dauern. Im Jahr 21 hat Hitler in Rosenheim zum einjährigen Bestehen der dortigen Ortsgruppe, das war die erste Ortsgruppe der NSDAP außerhalb von München, eine Rede gehalten, in dem er einen sehr direkten Vergleich zwischen sich und Jesus gemacht hat, wo er eben gesagt hat, einst stand auch ein Mann auf in Galiläa und seine Bewegung war klein, aber heute beherrscht sie die ganze Welt. Und er fügt auch hinzu, dass er sich Jesus nur vorstellen kann als blond und blauäugig. Die Nazis suchten ihre Vorbilder nicht im Süden bei den Mittelmeervölkern, sondern im Norden bei den alten Germanen. Dort meinten sie, den Typ des starken Mannes zu finden. Ihrer Meinung nach hatte das Christentum den Mann entmännlicht und jüdisch gemacht. Pur, plein d'énergie vitale, alors que le christianisme a dévirilisé l'homme et l'a enjuivé. Um vor dem Tode wieder Ehrfurcht zu bekommen. 1934, nach der Ermordung der SA-Führer, hatte Hitler nicht nur sein Gefühl für Legalität gänzlich verloren, sondern schrieb sich auch göttliche Kräfte zu. Die SS hatte für ihn die blutige Arbeit erledigt und sie sollte die Priester der neuen Religion stellen. Himmler hatte die SS nach dem Vorbild des Jesuitenordens gegründet. Der Eid zum absoluten Gehorsam der Jesuiten auf den Papst wurde durch den Eid der SS auf Adolf Hitler ersetzt.
Als Gegenstück zum Vatikanstaat sollte auf der Wewelsburg bei Paderborn ein SS-Ordensstaat gegründet werden, mit einer SS-Schule und einem Forschungszentrum für Astrologie, Astronomie und Germanenkunde. Bis 1960 sollte das 300 Millionen Mark teure SS-Zentrum fertig sein, als Hauptstadt des besiegten Ostens. Die Wewelsburg sollte als Gralsburg die Spitze der Gebäude bilden und Himmler wollte Parsivals Speerspitze im Grundriss der Anlage erkennen. Heute ist in der Burg aus dem 17. Jahrhundert eine Jugendherberge und ein Museum über den obskuren Nazi-Kultort untergebracht. Als es 1936 zu Auseinandersetzungen mit der Gemeinde und dem örtlichen Pfarrer kam, ließ Himmler ein Ortsgemeinschaftshaus errichten, verziert mit germanischen Runen. Ein kunstgewerbliches Germanentum verband sich bei den Nationalsozialisten auf pompöse Art mit einem konservativen Bild der Frau. Der Bund deutscher Mädchen hatte ein eigenes Vaterunser. Adolf Hitler, du bist unser großer Führer. Dein Name macht die Feinde erzittern. Dein drittes Reich komme. Dein Wille sei allein Gesetz auf Erden. Lass uns täglich deine Stimme hören und befehle uns durch deine Führer, denen wir gehorchen wollen, unter Einsatz unseres eigenen Lebens. Das geloben wir. Heil Hitler. Hitler selbst betonte immer wieder, dass er keine intelligenten Frauen in seine Umgebung benötige. Seine Freundin Eva Braun nannte er meist mein Schaperl, ein Wiener Ausdruck für Dummerchen. Faktisch sieht es auf jeden Fall so aus, als sich die Obergruppenführer einmal im Juni 1941 hier getroffen haben, sind mit Sicherheit wichtige Beschlüsse für den Ostfeldzug hier gefallen, der sich ja kurz danach dann angeschlossen hat. Also durchaus im Sinne von für deutsches Land, das deutsche Schwert, die Vision, die man ja natürlich auch dann schon im 19. Jahrhundert konkret auch durch Wagner hatte. In fernem Land und aber euren Schritten liegt eine Burg, die Monsalvat genannt. Ein lichter Tempel steht dort inmitten, so kostbar als auf Erden nichts bekannt. In der Nähe der Burg ließ Himmler ein Konzentrationslager errichten, um Arbeitssklaven für das Bauvorhaben zur Verfügung zu haben. Von den 3.500 Häftlingen starb ein Drittel an den unmenschlichen Arbeitsbedingungen. Lanz behauptete, dass Himmler ihn habe treffen wollen, was von ihm jedoch abgelehnt worden sei. Tatsache ist, dass Himmler die Ostara kannte und vor seinen schwarzen Truppen Lanz wörtlich zitierte. Er holte sich Karl Maria Wieligut Weißthor, einen Neutempler, als Ordensberater zur SS, der auf der Wewelsburg einen Stufenplan zur Abschaffung der christlichen Religion vorlegte. Hier betreten wir jetzt den zentralen Empfangs- und Repräsentationsraum der Wewelsburg, den sogenannten Kaminraum. Der Raum wurde für den Empfang von Gästen genutzt oder auch für feierliche Anlässe. Wir haben zum Beispiel historische Fotos, die eine SS-Eheweihe zeigen. Die Zeremonie verlief eigentlich analog des christlichen Ritus, nur eben war nicht ein Priester da, sondern ein SS-Mann. Als Priesterschaft einer neuen Religion. So ist die SS auch dargestellt auf den Wandbildern im Garagentrakt des Führerbunkers, der nach dem Fall der Berliner Mauer wiederentdeckt wurde. Die Bilder sind ja zum Teil sehr militant, aber dieses Militante schützt ganz Friedfertiges wieder. Und ich würde sagen, in diesem Dualismus, deutsche Friedfertigkeit, die geschützt werden muss gegen das Übel von außen, da liegt auch schon ein großes Stück Verlogenheit drin.
lass mich dir weis sagen. Ihr Reinen ist ein großer Sieg verliehen. Nach Deutschland sollen noch im fernsten Tagen des Osterns Horden siegreich nimmer sieg. In Mein Kampf hatte Hitler zu viel von Jörg Lanz abgeschrieben. Nach dem Einmarsch der Nazis in Österreich wurden die Schriften von Lanz sofort verboten. Hitler wollte nicht nur die Wurzeln seiner Ideologie vertuschen, sondern auch die Aura unfreiwilliger Komik vermeiden, die die Ariosophie des Jörg Lanz umgibt. Ein Teil der Neutempler-Rituale fand nun in aller Öffentlichkeit statt, ganz ohne Kapuzen und mit tausenden Mitwirkenden. Unser Führer, unser geliebter Führer Adolf Hitler! Die Partei inszenierte riesige Gebetschöre, die die Lobpreisung des Führers mit einer unklaren Gottesverehrung automatisch verbanden. So wurde die NSDAP für die Masse ihrer Mitglieder zu einer Kirche. Gewissenhaft und opferbereit meine Pflicht erfüllen. Gewissenhaft und opferbereit meine Pflicht erfüllen. Für die Größe und Ehre der deutschen Nation. Für die Größe und Ehre der deutschen Nation. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Eine Million Parteigenossen! Obwohl das Verlies hier aus dem 17. Jahrhundert stammt und auch weitestgehend original erhalten ist, hat es sogar noch im 20. Jahrhundert eine Rolle gespielt. Und zwar wurden hier junge jüdische Männer aus dem Nachbarort Salzkotten eingekerkert in der Nacht nach der Reichskristallnacht. Sie wurden hier festgehalten und schließlich nach ihren Vermögensverhältnissen befragt. Von hier dann in Bussen abtransportiert in das KZ Buchenwald. Die Nationalsozialisten wollten der Welt die Endzeit und das tausendjährige Reich bringen. In nur 12 Jahren führten sie auch ihren eigenen totalen Untergang herbei. Ein besonderes akustisches Phänomen ergibt sich, wenn man sich genau in der Mitte des Raumes hier aufhält. Aus der Kuppelkonstruktion ist das Echo vielfach verstärkt hier im Mittelpunkt zu hören. Es sollte das Echo einer Feuerschale sein, die Himmler für das innerste Heiligtum des SS-Ordens vorsah. Das Geräusch des Feuers, der Waberlohe, sollte den Kultraum füllen. Wie in dem Märchen von König Artus und seiner Tafelrunde wollte hier Himmler mit den 12 höchsten SS-Führern meditieren und vom nordischen Geist erfasst werden. Dieser Raum war ursprünglich die Zisterne der Burg und der Boden musste von den KZ-Häftlingen 4 Meter gesenkt werden. Sie arbeiteten in der Dunkelheit und bei eisiger Kälte. Wagner, ich zitiere, spricht hier von der großen Lösung von einem judenfreien Deutschland in der Zukunft. Und er schreibt, uns Deutschen könnte gerade aus der Veranlassung der gegenwärtigen, eben nur unter uns wiederum denkbar gewesenen Bewegung, diese große Lösung, also das judenfreie Deutschland, eher als jede andere Nation ermöglicht sein, sobald wir ohne Scheu bis auf das innerste Mark unseres Bestehens das Erkenne dich selbst durchführten. Sinngemäß geht am Ende von Lohengrin der Tod um. Musik
Elsa hat Lohengrin das Geheimnis seiner Herkunft entlockt. Jetzt muss er sie für immer verlassen. Zurück lässt er eine merkwürdige Männergesellschaft und tote Frauen. In einem solchen System kam natürlich dem Totenkult eine besondere Bedeutung zu. Begräbnisse wurden mit allem erdenklichen Pomp inszeniert. Schon in Mein Kampf steht zu lesen, anstelle des Ersten Weltkrieges mit seinen Millionen Opfern hätte man 15.000 hebräische Volksverderber mit Giftgas vernichten sollen. Je größer im Zweiten Weltkrieg die Verluste auf den Schlachtfeldern wurden, desto schneller arbeiteten die Tötungsmaschinerien der KZs. Durch den Holocaust sollte mit dem Judentum auch die jüdische Religion gänzlich zum Verschwinden gebracht werden. Ermordet wurden Unschuldige und Wehrlose durch unfassbare Arten der Massentötung. Der Nationalsozialismus sah in der Ermordung der Juden eine kultische, eine heilige Tat. Und diese heilige Tat wurde verstanden als enorme Kulturleistung. Deshalb verwundert es nicht, dass die Nationalsozialisten gerade in der Nähe von großen Kulturstädten die Konzentrationslager errichtet haben. Es war wahrscheinlich kein Zynismus, nur die Konsequenz ihres pervertierten Denkens. Es handelte sich beim Nationalsozialismus um einen brutalen Fanatismus, der auch in einer religiösen Dimension wurzelte. Im März 1945, 5 Wochen vor dem Zusammenbruch des Dritten Reiches, beauftragte Himmler den SS-Major Heinz Macher, die Wewelsburg zu sprengen. Der Unsinn der Ariosophie ist aber damit aus den Köpfen verschwörerischer Sekten nicht verschwunden. Er spukt heute bei den Neonazis weiter. Oder so wie hier bei einem Freundschaftstreffen in den USA zwischen der Aryan Nation und dem Ku Klux Klan. Not of the earth, not born, life after this life, life forever. Hail victory! Hail victory! Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind ein Gradmesser für die Irrationalität einer Gesellschaft. Die Aryan Nation verwendet nicht nur die bekannten Symbole. Ihr Gründer, Reverend Richard Butler, folgt auch deutlich den Spuren von Lanz. Eva habe sich mit dem Teufel gepaart und so den Kain zur Welt gebracht. Der aber sei der Stammvater aller Minderrassigen. Frau Butler scheinen die Thesen ihres Mannes nicht sonderlich zu stören. Oder sie hört ihm schon lange nicht mehr zu. Schützen kann sich die Demokratie nur insofern, als dass sie pausenlos über die demokratischen Strukturen und den Grad der Demokratisierung sich Rechenschaft abgibt. Mit Jahrtausendende könnte natürlich wieder eine irrationale Welle beginnen. Das ist nicht auszuschließen. Einiges deutet darauf hin, also es gibt vermehrt New Age-Bewegungen, es gibt vermehrt fundamentalistische Bewegungen. Ich sehe nun im Moment keine größere Gefährdung der Demokratie, aber das kann von einem Tag auf den anderen gehen und man muss sehr aufpassen.